von der Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern der Bundesbehörde arbeiten zurzeit 7.219 Mitarbeiter auf Basis sachgrundlos befristeter Verträge. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Die Antwort des Ministeriums liegt dem Redaktionsnetzwerk RND Deutschland vor. Das Bundesarbeitsministerium betont dem Bericht des RND zufolge, dass die Zahl der Beschäftigten, die im Bereich der Bundesagentur ohne Angabe von Gründen über keinen unbefristeten Arbeitsvertrag verfügen, im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sei. "2017 seien noch insgesamt 8.689 Verträge sachgrundlos befristet gewesen, ein Rückgang von 17%. Klare Worte von der Linken-Fraktionsvize, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, Donnerstag, vorliegt. Stand Februar 2018 Klammer zu Susanne Fischel übte scharfe Kritik. Ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst. Sachgrundlose Befristungen gehören abgeschafft. Wer beruflich dafür sorgen soll, andere Menschen in sichere und unbefristete Jobs zu vermitteln, braucht selbst einen. Befristungen schüren Unsicherheit und hebeln den Kündigungsschutz aus, sagte Fischel dem RND. Beschäftigte bräuchten eine klare, sichere Perspektive und keine Sonntagsreden. Wer sich auf die Zugspitze bewegen kann, dürfte auch in der Lage sein, im Parlament aktiv zu werden und endlich den Befristungsirrsinn zu beenden, erklärte Fischel. Im Video: Altersarmut. Ohne Münchner Verein könnte Rentner Hans Joachim nicht mal seine Medizin bezahlen. /DPR.